über 100 Jahren haben die Gründer der EBL und IWB auf die Wasserkraft gesetzt und damit den Grundstein für eine zuverlässige Energieversorgung gelegt. Auch heute gilt es, vorauszuschauen und zukunftsträchtige sowie umweltfreundliche Strom- und Wärmeversorgungsprojekte zu unterstützen. Top News, Mr. No Name ausgebrochen. Top News, Mr. No Name ausgebrochen. Top. Euer Ehren, wie ist es möglich, dass schon wieder ein Mann aus diesem Untersuchungsgefängnis geflüchtet ist? Erstens haben wir es hier mit einem alten Kasten zu tun, der dringend eine Renovation benötigt. Und zweitens, Gegenfrage. Wie ist es möglich, dass sich ein aus dem Nichts in einer Wüste 17 Knochen bricht? Ich sage Ihnen, wir haben es hier mit einem sehr gefährlichen Hochstapler zu tun. Sehr geehrte Zugreisende, wir treffen in Salina Raurica ein. An diesem Ort muss sie irgendwo sein. Sie, die mich gesund gepflegt hat. Sie, die mein Herz beglückt hat. Doch wie finde ich sie nur? Achtung, Achtung, Mosro meldet, Mann ohne Identifikationsnummer nähert sich Eingangsbereich. Achtung, Achtung. Mosro, das ist ein Freund von uns. Mach die Tür auf und bring ihn nach oben. Kommen Sie raus, Sie wurden entdeckt. Folgen Sie mir bitte, Sie werden erwartet. Pardon. Da ist er ja, unser Eindringling. Ich habe gehört, man sucht nach Ihnen. Und wie haben Sie mich überhaupt gefunden? Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich bin, hier zu sein. Noch vor ein paar Tagen lauschte ich den Worten von Professor Zweistein über schier unfassbare Dinge und... Und jetzt erlebe ich sie hautnah. Doch warum will man mich bloß einsperren? Weil niemand weiß, wer sie sind und woher sie kommen und was sie im Schilde führen. Ich meine, ihre Geschichte ist sehr zwiespältig und unwahrscheinlich und abenteuerlich. Abenteuerlich. Ja, das kann man wohl sagen. Möchten Sie was trinken? Oh, gerne. Was kann ich Ihnen anbieten? Ein Glas Wasser, bitte. Erstaunlich, diese Technik. Ja, die Technik vereinfacht einem das Leben schon sehr. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Sie haben sicher Hunger. Ja, was können Sie mir denn anbieten? Alles, was Ihr Herz begehrt. So, es dauert nur ein paar Minuten. Käsekuchen. Kommen Sie! Oh. Welch wundervolle Aussicht. Sagen Sie mal, wieso haben Sie hier einen Wasserspeicher? Das ist ein Pool, darin kann man baden. Ein Pool?
Im Sommer gehe ich auch oft baden. Aber meistens im Rhein. Der Rhein, der fließt da hinten. Welch herrliche Stimmung heute Abend. Möchten Sie baden? Im Rhein? Nein, im Wasserbecken. Frau Doktor, ich denke, es ist etwas spät für solche Späße. Sie wecken noch ganz Salina Raurika. Hier, Ihr Handtuch. Mach es Sie gemütlich. Ich bin gleich wieder zurück. Mosro meldet, ein Anruf für Sie. Chefarzt Keller ist bereits auf Empfang. Frau Kollegin, Sie sind schon 15 Minuten verspätet. Ist alles okay? Und was ist denn mit Ihrer Kamera los? Ich empfange gar kein Signal von Ihnen. Wahrscheinlich ein technischer Defekt. Guten Morgen, Professor. Können Sie mich heute vertreten lassen? Ich habe so starke Kopfschmerzen. Kein Wunder bei diesem Lärm. Gute Besserung, Kollegin. Melden Sie sich morgen früh bei mir. Haben wir auf der Moni einen in der Sennerin? Doch, Neffe kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Und es erscheint mir wie... Dottoressa, poi me lo dai il nome di quel nutrizionista. Telefon. Geht's noch lauter?